Willkommen bei ERZ-TV, das Magazin. Heute ist es an mir, Sie durch die Sendung zu begleiten. Auf uns warten abwechslungsreiche Minuten. Das Themenspektrum reicht von Steuerrecht bis Sportakrobatik. Los geht es mit Heimatgeschichte. Leukersdorf feiert gerade seine erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1442. Schnelle Rechner wissen, das war vor 575 Jahren. Das Jubiläum und die jetzt laufende ereignisreiche Festwoche sind ein guter Grund, sich mit der Geschichte des Ortes zu befassen. Leukersdorf im Erzgebirge. Heute ein Ortsteil von Jahnsdorf und mindestens 575 Jahre alt. Mindestens. Denn Gründungsurkunden einzelner Dörfer aus dieser Entstehungszeit gibt es kaum. Darum konnten Historiker auch nur durch echte Geschichtsforschung ermitteln, wie alt oder jung Leukersdorf denn wirklich ist. Das Ergebnis: Im Jahr 2017 blickt der Ort auf 575 Jahre seines Bestehens zurück. Ältere Zeugnisse als die erste urkundliche Erwähnung von 1442 sind nicht bekannt. Im Bereich des Erzgebirges und seines Vorlandes sind die Ortschaften als Waldhufendörfer angelegt. Die Herren von Waldenburg hatten sogenannte Lokatoren beauftragt, siedlungswillige Bauern in die Flächen zu locken, in denen neue Dörfer entstehen sollten. Kein leichtes Unterfangen, denn diese Bauern mussten einiges auf sich nehmen. Erschlossen war noch nichts. Der ursprüngliche Wald musste zunächst gerodet werden. Die neu entstehenden Dörfer zeichnete aber immer eines aus: Es gab einen Bachlauf, an deren Seite sich ein Hang hinaufzog. Höfe und Wiesen der Neubauern sollten auf diesen Hängen vor Hochwasser geschützt sein. Gleichzeitig sollte aber auch genügend Wasser für das Vieh und die Bewässerung der Flächen zur Verfügung stehen. Als Abschluss gehörte stets ein Waldstück zur Hufe, denn auch die Versorgung mit Holz war wichtig. Und so entstand auch Leukersdorf. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich der Ort bis zum heutigen Erscheinungsbild entwickelt. Ein sehr altes Zeugnis aus der Besiedlung ist auch heute noch zu sehen. Eine Altarplatte aus der alten Heimat der Siedler ist in der Kirche des Ortes untergebracht und widerspiegelt auch die tiefe Verwurzelung im christlichen Glauben. Nur wenig später, zum Zeitpunkt der urkundlichen Ersterwähnung, erschütterte das heute als sächsischer Prinzenraub bekannte Ereignis. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1455 wurden die beiden Söhne des Kurfürsten Friedrich II. Aus dem Schloss Altenburg von den bewaffneten Männern um Kunz von Kaufungen entführt. Die Entführer ritten in zwei Gruppen auf zwei unterschiedlichen Wegen. Einer der Wege führte die Gruppe des Kunz von Kaufungen auch über Leukersdorfer Flur weiter bis in den Grünhainer Wald, wo sie schließlich von Köhlern überwältigt wurden. Danach gab auch die zweite Gruppe auf. Der Weg in Leukersdorf ist seitdem der Fürstenweg. Etwas Besonderes ist auch die Teilung Leukersdorfs. Die beiden Prinzen, die einstmals geraubt wurden, hatten als Gebietsherrscher das Land aufgeteilt. Und so ergab es sich, dass das Dorf dem einen, Albrecht, die Ländereien des Klosters Grünhain aber dem anderen, Ernst, gehörten. Die erste Karte von Leukersdorf ist aus den Jahren um 1615 bekannt. Es gab gewaltige Umwälzungen, denken wir nur an die Reformation und die Entstehung von Bergbau und Manufakturen. Die Wegbarkeiten mussten geschaffen und kartografiert werden. Eine weitere Karte von 1790 zeigt, dass in den folgenden Jahren bis 1876 zahlreiche Gebäude und Einrichtungen gebaut wurden, der Ort weitergewachsen ist. Deutlich zu sehen sind auch weiterhin die Einteilungen nach Hufen oder auch Lehen genannt.
Im 15. Jahrhundert kommen neben den Hufenbesitzern auch neue Bevölkerungsgruppen an: Gärtner, Häusler und Hausgenossen. Sie waren als Vertriebene aus dem katholischen Böhmen, als Arbeiter oder wegen des Bergbaus in den Ort gekommen und haben sich hier niedergelassen. Dazu gehören auch die Anwesen an der heutigen Neuen Gasse. Seit Siedlungsbeginn gab es im Dorf Ortsrichter und Gerichtsschöppen. 1838 änderte sich das mit der Landgemeindeordnung von Friedrich August, König von Sachsen. Was in den Städten bereits gang und gäbe war, sollte sich auch in den Landgemeinden widerspiegeln. Und so kam es am 2. April 1839 auch zur Wahl des ersten Gemeinderates auf der Amtsseite mit Gemeindevorstand Christian Heinrich Engel und Gemeindeältestem Johann Gottfried Löbel. Die Trennung von Leukersdorf nach Amts- und Gutsseite bestand aber weiterhin. So gab es auch zwei Gemeinderäte. Der Wunsch, beide Ortsteile zu vereinigen, wurde immer lauter und schließlich am 9. Februar 1859 vollzogen. Im gleichen Jahr bildete sich auch eine eigene Pfarrgemeinde. Die Aufgaben der Gemeindeverwaltung wuchsen. Der Personenstand wurde 1875 in staatliche Hand übernommen, das Standesamt wurde zu Jahresbeginn 1876 eröffnet. Nur eines fehlt: ein Büro noch für lange Zeit. Das wurde erst 1911 eingerichtet. Die Gemeinde kaufte das Brauereigebäude, heute unter der Adresse Am Knie 1. Drei Räume wurden zum Gemeindeamt, der Rest des Erdgeschosses eine Badeanstalt. In den oberen Etagen befanden sich Wohnungen. 1930 wurde die Schule in Betrieb genommen und die Gemeindeverwaltung zog nebst Sparkasse in das alte Kirchschulgebäude Poststraße 1 um. Ab der Zeit um den Jahrhundertwechsel ist die Entwicklung einzelner Bereiche in der Chronik detaillierter beschrieben und lässt noch mehr Einblicke zu. So gab es seit 1882 eine Postagentur, in der auch eine öffentliche Telefonanlage eingerichtet wurde. 2004 wurde sie geschlossen. Die Sparkasse zog 1930 mit in das Rathaus an der Poststraße ein. Erst 1996 eröffnete ein neues Gebäude. Allerdings nur bis 2014, dann gab die Erzgebirgssparkasse die Filiale auf. Stattdessen gibt es nun noch eine Selbstbedienungsstelle an der B169. Zahlreiche Güter säumen den Ort. Landwirtschaft war ein stets wichtiger Bestandteil, aus der Lehenwirtschaft, in der jeder sein eigenes Land bewirtschaftete. Die eigenen Landteile wurden vererbt, verkauft, verpachtet, bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Beginn der DDR-Zeit wuchs der Druck auf die Bauern, sich in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu vereinen. Die LPG Neues Leben wurde 1954 gegründet. Immer mehr Mitglieder traten der Genossenschaft bei. Die Nutzfläche wuchs bis 1972 auf 1104 Hektar. Bis 1975 schlossen sich kleinere LPGen an. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands konnten die Landbesitzer ihr Eigentum dann wieder entweder selbst bewirtschaften, neuen Agrargenossenschaften beitreten oder das Land an diese verpachten. Auch Handel und Gewerbe entwickelten sich weiter. Bäcker, Bauunternehmer, Fleischer, Schmiede, Nadelmacher oder Schlosser waren ebenso vertreten wie Schneider, Schuh- oder Korbmacher, Tischler oder Stellmacher. Es gab sogar eine eigene Brauerei in Leukersdorf. Und auch der Handel mit allen möglichen Waren blühte. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war Leukersdorf ohne Industrie. Danach waren es vor allem Strickwaren, die hier produziert wurden. Oftmals starteten sie ihre Produktion in den eigenen vier Wänden, erst später entstanden die teils noch heute bekannten Industriebauten. Vor allem Strümpfe wurden hergestellt, aber auch Handschuhe. Daneben etablierten sich auch Eisen- und Blechwaren und der Steinbruch. Eine besondere Geschichte hat auch die Kirche. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts kann sie eine lückenlose Baugeschichte nachweisen. Der Kirchberg ist der älteste Siedlungsort von Leukersdorf. Der Torbogen der romanischen Pforte und die bereits erwähnte Altarplatte sind die ältesten Zeugnisse der Kirche. 1519 kommt ein großartiger Schnitzaltar des Zwickauers Peter Breuer in die Kirche. 1863 baute Christian Friedrich Gödel eine mechanische Orgel ein.
Auch die Glocken haben eine bewegte Geschichte. Die mittlere hängt seit 400 Jahren im Glockenstuhl. Zwar wurde sie für Kriegszwecke im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit einer weiteren größeren Glocke abtransportiert, aber man fand sie 1950 wieder und hängte sie wieder ein. Zwischen 1989 und Himmelfahrt 1993 verstummten alle Glocken. Der Hausbock hatte den Dachreiter befallen. Inzwischen wurde zu Gottesdiensten aber eine Tonbandaufnahme abgespielt. Zu vielen weiteren Themen ließen sich geschichtliche Mosaiksteine zusammensetzen. Der Leukersdorfer Ortschronist Eckhard Rehnert hat das getan und zum 575-jährigen Jubiläum von Leukersdorf eine umfangreiche historische Festschrift herausgegeben. Auf mehr als 300 Seiten durchgehend farbig bebildert, wird die gesamte bisher bekannte Geschichte des heutigen Jahnsdorfer Ortsteils beschrieben. Darin finden sich Vereine genauso wieder wie die Gaststätten, die Schulen, Kindergärten, die Feuerwehr und vieles mehr. Und in der Festwoche wird der gesamte Ort auf den Beinen sein und feiern. Auch historisch. Bis zum 18. Juni wird 575 Jahre Leukersdorf gefeiert. Das umfangreiche Festprogramm sowie viele sonstige Angebote rund um das Jubiläum im jetzigen Jahnsdorfer Ortsteil sind auch im Internet unter der eingeblendeten Adresse zu finden. Bei uns im Programm geht es jetzt gleich weiter mit einem anderen runden Geburtstag, gleich nach der Werbung. Einziehen und wohlfühlen. Ihre Wohnungsbaugenossenschaft Erzgebirge wird 60 Jahre jung. Schauen Sie vorbei, seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Wer das Sportgeschehen im Erzgebirgskreis aufmerksam verfolgt, muss schon auf den Verein gestoßen sein, den wir jetzt erneut besuchen wollen. Die Rede ist vom SAV Grünhain Schwarzenberg. 2016 wurde dem Verein der Status Landesleistungs- und Talentestützpunkt Sportakrobatik Sachsen verliehen. 2017 gibt es einen anderen Grund zum Feiern. Wir sind zu Gast beim SAV Grünhain Schwarzenberg. Der Verein hat sich, unschwer zu erkennen, der Sportakrobatik verschrieben. Wer erfolgreich sein will, muss fleißig, das heißt mehrmals in der Woche, trainieren. Also es beginnt im Januar mit der Vorbereitung auf die Wettkampfsaison. Im April bereiten wir uns dann vor für die deutschen Meisterschaften und für internationale Wettkämpfe. Und dieses Jahr kommt eben noch der Schulauftritt dazu in Aue. Besagter Auftritt erfolgt bei der eigenen Jubiläumsfeier. Die Pyramidenbauer aus dem Erzgebirge feiern am 23. September 2017 im Kulturhaus in Aue das 50-jährige Bestehen ihres Vereins.
Regine Schreier gehörte 1967, damals noch unter ihrem Mädchennamen Schönherr, zu den Gründungsmitgliedern. Ihre Familie ist eng mit der Sportakrobatik verbunden und kann auf schöne Erfolge zurückblicken. Es begann 1982 mit 5-mal DDR-Meister von meinem Sohn Erik Schreier mit meinem Mann Karl-Heinz Schreier. Anschließend konnte ich meine Tochter Nicole mit Jeanette Hofer und hervorbringen. Und dann schloss immer wieder eine Gruppe an. 2015 war dann die Lisa Grimm mit Helen Ebert und Kira Lorenz sehr erfolgreich. Und da freue ich mich riesig drüber, dass wir das geschafft haben. Unzählige Mädchen und 4 Jungs haben in 5 Jahrzehnten durch Regine und Karl-Heinz Schreier zur Sportakrobatik gefunden. Derzeit hat der Verein etwa 60 Aktive. Regine Schreier nennt die derzeit erfolgreichsten Sportakrobatinnen. Zu den größten Leistungsträgern gehört die Clara Blechschmidt, die Yolanda Toss und die Kira Lorenz als Damengruppe und als Damenpaar die Alina Illich mit der Vivian Dinstuhl. In der Nachwuchsklasse sind unsere größten Leistungsträger die Lena Richter, die Hanna Diedl mit der Johanna Seifert. Sie und die anderen Mädchen und jungen Frauen des SAV Grünhain-Schwarzenberg werden intensiv weiter trainieren, um nicht zuletzt bei der Gala zum 50-jährigen Bestehen ihres Vereins am 23. September im Kulturhaus Aue vor hoffentlich großem Publikum zu glänzen. Sportakrobatik. Schon ein Sport, der den Betrachter in Staunen versetzt. Wir werden in diesem Jahr weiter vom 50-jährigen SAV Grünhain-Schwarzenberg berichten. Jetzt aber zu einem anderen Thema. In loser Folge bekommen Sie bei uns Tipps zum Steuerrecht. Jetzt ist es wieder soweit. Sven Schimmel hat sich dafür eine kompetente Person an seine Seite geholt. Der Steuertipp wird Ihnen präsentiert von den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern Böttges Papendorf Weiler in Stolberg am Postplatz 1 und in Zwönitz, Lößnitzer Straße 3. Ferienjobs, das sollten Schüler und Studenten beachten. Darüber wollen wir heute reden in unserem Steuertipp. Dazu ganz herzlich willkommen und ganz herzlich willkommen auch unserer Steuerexpertin Kathleen Neukirchner. Hallo. Hallo. Ja, die Schul- oder Semesterferien stehen wieder vor der Tür und viele Schüler und Studenten wollen sich natürlich wieder mal was dazu verdienen. Und da wollen wir die Gelegenheit mal nutzen, um ein paar wichtige Hinweise zu geben, denn es stellt sich natürlich als erstes die Frage, in welchem Rahmen können denn Schüler und Studenten überhaupt beschäftigt werden oder eine Beschäftigung aufnehmen? Das ist genau richtig. Also grundsätzlich ist es so, dass Schüler und Studenten innerhalb der gültigen Regelung als Minijobber beschäftigt werden können. Das heißt, diese können einen maximalen Monatsverdienst von 450 Euro sozusagen verdienen, maximal. Alternativ wäre hier auch die Möglichkeit einer kurzfristigen Beschäftigung. Da muss man bestimmte Grenzen beachten und hier gibt es allerdings keine Verdienstgrenze. Also es ist nicht auf 450 Euro begrenzt. Also für die Beschäftigung im Rahmen eines Minijobs gelten also die ganz allgemeinen Regelungen? Für den Minijob ist es genau richtig, dass ein monatlicher Arbeitslohn bis zur Höhe von 450 Euro sozusagen maßgebend. Und es gibt verschiedene Besteuerungsarten. Da kann man einmal die pauschale Besteuerung wählen mit 2% Lohnsteuer. Genau. Oder es würde halt die Möglichkeit auch bestehen nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen der sogenannten alten Lohnsteuerkarte. Für den Arbeitgeber ist es so, dass hierzu pauschale Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Die betragen aktuell 28%. Und als Tipp kann man noch so sagen, da die Schüler und Studenten in der Regel ja nicht so viele weitere Einkünfte haben oder dass das relativ gering ist, fällt meistens keine Lohnsteuer an. Und da sollte man oder ist zu empfehlen, dass man dann nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen versteuert,
Das würde dann bedeuten, dass man die pauschale Steuer für den Arbeitgeber sparen kann. Ja, und dann wollen wir mal zum Thema kurzfristige Beschäftigung gehen. Und wie schon genannt, gibt es da gewisse Grenzen, die man beachten muss oder einhalten muss? Das ist genau richtig. Bei der kurzfristigen Beschäftigung liegt die liegt nur dann vor, wenn eine Beschäftigung von maximal 3 Monaten sozusagen erfolgt, beziehungsweise 70 Arbeitstage im Kalenderjahr. Und die Grenze gilt noch bis einschließlich 2018. Und es ist natürlich wichtig, dass es sich nicht um eine berufsmäßig ausgeübte Beschäftigung handelt. Und wenn insgesamt diese Voraussetzungen sozusagen vollständig sind, dann ist die Beschäftigung komplett sozialversicherungsfrei und die Verdienstgrenzen fallen sozusagen weg. Bei der kurzfristigen Beschäftigung ist es auch so, dass man verschiedene Besteuerungsarten wählen kann. Dann, da wäre zum einen die 25% pauschale Lohnsteuer hier, die würde der Arbeitgeber tragen. Oder natürlich bietet sich als Alternative auch das nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen zu machen, der sogenannten Lohnsteuerkarte wieder, weil diese in der Regel schon die günstige Variante ist, wenn keine nennenswerten weiteren Einkünfte vorliegen. Und was muss denn jetzt der kurzfristige Jobber, sage ich mal so, Schüler oder Student, dem Arbeitgeber überhaupt mitteilen, dass er dann angestellt werden kann für die kurze Zeit? Okay. Also das sind an sich gar nicht viele Angaben, die er machen muss. Zum einen ist es die Steueridentifikationsnummer, die muss immer mit dabei sein, die muss er dem mitteilen, dann das Geburtsdatum und dann, ob es sich um ein Erst- oder weiteres Dienstverhältnis sozusagen handelt. Wenn diese Angaben insgesamt vorhanden sind, dann ist es so, dass der Arbeitgeber bei Beginn des Dienstverhältnisses sozusagen die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale abrufen kann beim Bundeszentralamt für Steuern und das passiert dann sozusagen automatisch und online. Ja, vielleicht mal kurz eine Zwischenfrage noch. Wenn trotzdem aufgrund des Verdienstes Lohnsteuer einbehalten wird, was ist dann? Also in der Regel ist es so, dass man sich im Folgejahr dann über die vereinfachte Einkommensteuererklärung sich die Lohnsteuer vollständig zurückholen kann. Das ist halt möglich in voller Höhe, wenn der Bruttoverdienst 9.820 Euro beträgt. Das wäre der Grundfreibetrag von 8.820 plus den Werbungskostenpauschbetrag von 1.000 Euro, der sozusagen, wenn man da unter den Einkünften liegt, kriegt man die volle Lohnsteuer sozusagen zurück. Wer darunter liegt und noch sozusagen weitere Einkünfte hätte, könnte sich zumindest einen Teil sozusagen wiederholen und das muss man dann im Einzelfall prüfen. Wir bleiben mal bei den Schülern und da müssen wir vielleicht auch ein paar Besonderheiten beachten. Ne? Das ist genau richtig. Die Beschäftigung von Jugendlichen über 15 Jahre während der Schulferien ist nicht berufsmäßig und kann daher, wie ich das vorhin schon kurz erläutert habe, entweder als kurzfristige Beschäftigung oder als Minijob ausgeübt werden. Was man hier beachten muss, ist, dass der Status Schüler zu dem Zeitpunkt entfällt, wenn er das letzte Zeugnis bekommt. Also sobald er das in der Hand hält, fällt der Status weg und er ist kein Schüler mehr. Und das bedeutet dann ganz konkret? Da muss man halt beachten, dass bei den Schulabgängern gilt diese 70 Tage sozialversicherungsfreie Grenze für die kurzfristige Beschäftigung. Und nur wenn er danach ein Studium aufnimmt, dann wäre es frei. Wenn er aber allerdings jetzt in ein versicherungspflichtiges Ausbildungsverhältnis oder ein Beschäftigungsverhältnis oder eine sonstige berufsmäßige Beschäftigung aufnimmt, dann wäre es sozusagen so, dass diese auch versicherungspflichtig schon wäre, also nicht mehr frei und dann nur noch die 450 Euro Grenze möglich wäre. Geben wir mal noch einen Tipp für die entsprechenden Studenten. Genau. Also bei den Studenten, da ist es so, wenn die natürlich einen Minijob sozusagen ausüben und gleichzeitig BAföG erhalten, muss man natürlich immer prüfen, sind die Einkommensgrenzen sozusagen so, dass das BAföG natürlich nicht gekürzt wird. Das sollte man immer beachten. Und wenn die Studenten auch außerhalb der Semesterferien einen Nebenjob sozusagen haben, muss man immer beachten, dass für das gesamte Jahr die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden nicht überschritten wird. Das vor allem wie so eine Art Minijob ist das dann ja, ne? Das ist dann der Minijob, genau. Und viele fragen sich ja dann auch, ob das Kindergeld irgendwie dann beeinträchtigt wird. Das ist genau richtig. Für Kinder und Jugendliche, die das 18. beziehungsweise das 18. Lebensjahr verendet haben, aber das 25. noch nicht, dann ist es anspruchsunschädlich und sozusagen ohne Auswirkung auf das Kindergeld, wenn eine Erwerbstätigkeit von maximal 20 Stunden regelmäßig wöchentlicher Arbeitszeit erbracht wird, beziehungsweise ein Ausbildungsverhältnis vorliegt oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ausgeübt wird. Genau. Und
Zur Familienversicherung gäbe es noch einiges zu sagen und natürlich auch zum Thema Mindestlohn, aber das Ganze würde den Rahmen sprengen und deshalb haben wir das wieder in unserem Begleitmaterial zusammengefasst. Das können Sie herunterladen und zwar auf erztv.de, dort gehen Sie in die Mediathek zum Steuertipp und dann auf das kleine Symbol und schon haben Sie auch das Ganze runtergeladen. Auch die anderen Merkblätter sind dort wieder verzeichnet und auch die anderen Videos. Vielen Dank, Kathleen Neukirchner, für die vielen Informationen zum Thema Ferienarbeit für Schüler und Studenten. Ja. Und wenn Sie auch mal eine allgemeine Frage haben oder ein Thema behandelt haben möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach mal redaktion@erztv.de und vielleicht können wir das in einer der nächsten Sendungen einmal mit aufnehmen. Vielen Dank, Kathleen Neukirchner, und Ihnen alles Gute. Bis bald. Der Steuertipp wurde Ihnen präsentiert von den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern Böttges Papendorf-Weiler in Stolberg am Postplatz 1 und in Zwönitz Flößnitzer Straße 3. Feucht-schwüle Luft liebt der kleine, etwa 3 bis 4 mm große Blutsauger. Die Rede ist von Ixodes ricinus, dem gemeinen Holzbock. Jeder kennt ihn, aber keiner mag ihn. Das liegt an seiner Ernährungsweise und an seiner Art, wie er uns unbemerkt näher kommt. Der Holzbock unterscheidet nicht zwischen Haustier, Wildtier oder Mensch. Mit Vorliebe hält er sich im halbschattigen Gras auf oder auch hüfthoch im Buschwerk. Hier sitzt er und wartet. Nähert sich nun ein Tier oder ein Mensch und streift ihn, greift er zu. Zecken sind wahre Lebenskünstler. Sie können bis zu 3 Jahre ohne Nahrung auskommen. Was aber macht den Holzbock so gefährlich? Es ist das, was er in sich trägt und für uns die Gefahr einer Virusinfektion bedeutet. Es wird angenommen, dass inzwischen 10-40% aller Zecken Borrelien in sich tragen und diese beim Blutsaugen an den Wirt übertragen. Borreliose wird von Bakterien hervorgerufen. Symptome sind an Gelenken, der Haut, Herz oder Nerven zu spüren. Von der Übertragung kann es mehrere Stunden oder Tage dauern, bis sich die Borrelien über die Blutbahn im Körper verteilt haben. Neben Borrelien, die eine Zecke übertragen kann, gibt es die weitaus schlimmer verlaufende Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME genannt. Dabei handelt es sich um Hirnhautentzündung. Auch diese Viren kann eine infizierte Zecke in sich tragen und bei einem Biss übertragen. Gegen FSME gibt es kein Medikament. Es sollte deshalb immer darauf geachtet werden, dass beim Wandern durch Busch, Wald und Gras helle und geschlossene Kleidung getragen wird. Wer sich anders schützen möchte, sollte eine Impfung in Betracht ziehen. In Deutschland gibt es offiziell 146 Landkreise, die zu den Risikogebieten von FSME zählen. Seit 2014 gehört auch das nahegelegene Vogtland mit dazu. In Sachsen waren 2015 nur knapp ein Viertel der 11- bis 18-Jährigen geimpft, bei den Grundschülern 15% und bei den Erwachsenen nur 11%, so Sozialministerin Barbara Klepsch. In einem Risikogebiet sollte sich jeder impfen lassen, wobei die Impfkosten von den meisten Krankenkassen übernommen werden. Das Robert-Koch-Institut ist auf eine weitere Verbreitungsquelle der Infektion FSME gestoßen. Erstmals wurde im letzten Jahr ein Fall bekannt, wo Ziegenrohmilch als Überträger in Frage kam. In einer Rohmilch-Frischkäseprobe aus Baden-Württemberg wurden die FSME-Viren nachgewiesen. Es wird nun davon ausgegangen, dass in einem FSME-Risikogebiet Schafe und Ziegen die Viren in sich tragen können. Der Mikrobiologe Joachim Süß aus Jena rät daher, vom Verzehr von Rohmilch abzusehen.
Lassen Sie sich nach dem Zeckenbericht aber nicht von Ihren Ausflügen in die Natur abbringen. Man muss nur Vorsicht walten lassen. Gerade jetzt in den letzten Tagen vor den Sommerferien bietet der Veranstaltungskalender fürs Erzgebirge jede Menge Termine, von der geführten Wanderung bis zum großen Ortsfest. Die letzte Juniwoche ist dann in Sachsen schon die erste Ferienwoche. Dafür geht das neue Schuljahr dann sehr zeitig los, und zwar am 7. August. Mit diesem Hinweis geht ErzTV das Magazin jetzt zu Ende. Sehen Sie zum Schluss noch ein paar Impressionen vom neuen Flugplatz in Bernsbach. Ich sage dabei Glück auf, Ihr Ruben Löffler.